Okay, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Als Referenten haben wir natürlich heute wieder Dirk Hilger, der Stereo Trader Entwickler und aber auch Trader. Und ja, der wird gleich hier uns zur Verfügung stehen. Der holt sich noch einen Kaffee, muss natürlich an der Stelle auch sein. In der Zeit machen wir hier mit dem Risikohinweis weiter. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht. Ja, okay. Und bis er gleich wieder da ist, möchte ich aber trotzdem auf ein Event hinweisen, der jetzt im nächsten Monat stattfindet. Und zwar der Stereo Trader Day, wieder mit Dirk. Wir haben das ja letztes Jahr schon mal gemacht und ja, das war ein super Event. Deswegen wollten wir das nochmal wiederholen. Und wie Sie sehen können, haben wir auch natürlich weitere Referenten dabei. Thorsten Helbig, Orkan Kuyas und Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr auf die Referenten dieses Jahr. Und wenn Sie da Interesse haben, Sie sehen ja auch das Datum 20.09. ist ein Freitag. Das heißt, die Börsen haben entsprechend auch auf und wir können dann auch das Ganze alles auch in der Praxis zeigen. Ich werde gleich den Link mal in den Chat stellen und können Sie mal schauen, ob Sie Zeit und Lust haben. Würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dann entsprechend vorbeikommen. Alle FX Flat Live-Kunden kriegen entsprechend die Anmeldegebühr zurückerstattet. Und wer noch kein Live-Kunde ist und gerne aber trotzdem teilnehmen möchten, kann das entsprechend hier alles erledigen und auch ein Live-Konto bei uns eröffnen. Ja, also den Link stelle ich sehr gerne rein. Und Dirk, sag Bescheid, wenn du wieder da bist. Da bin ich, also zumindest Sehr gut. physisch. Okay, dann Das andere wird sich ja, noch zeigen. dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm jetzt. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, man kann mich hören, gehe ich mal von aus. Ich habe hier Ausschlag, also Pegelausschlag. Kein Ausschlag. Einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite aus Köln. Der Nelson hat ja schon ganz viel erzählt. Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber ich habe irgendwas mit Stereo Trader Day gehört. Und genau. Also der wird tatsächlich wieder stattfinden, wird bestimmt eine nette Sache. Bin ich auch mal sehr gespannt und freue mich natürlich drauf. So, jetzt schalte ich hierbei erstmal um. Und oh weh, oh weh, man sieht es sofort. Ich komme hier tatsächlich mit einem offenen Trade rein. Und der Grund ist aber halt ganz einfach der, ich habe wirklich vor in Punkt 8 Uhr irgendwie nur gesehen, oh, das kenne ich doch, 667 hier im DAX und da drücke ich jetzt mal drauf, auch wenn es jetzt fürs Webinar ein bisschen doof ist. Aber ich dachte, komm, irgendwie, wenn da halt 3,80 € rumkommen, ist das, glaube ich, kein Fehler. Passt aber eben halt auch zum Gesamtbild. Also Nelson, falls du dich fragst, warum ich heute so gut gelaunt bin, was war das? Gerade so ein Sound hier gehört. Das Erste, was ich heute Morgen gehört bzw. gelesen habe, das war meine Mutter. Die hat mir alles Gute zu meinem 16. Geburtstag heute gewünscht. Und das war mein Start heute und das kann ja nur noch gut werden. Hat sich da leicht vertan. Also meine Mutter ist geistig voll da, ja, ist halt nur leider manchmal genauso verpeilt wie ich. Und das war halt eben ein ganz lustiger Start. Und so kann man ja auch mal irgendwie einen Tag beginnen. Ja, Also, sehr das ist gut. der Grund für meinen Schalk im Nacken, den man, glaube ich, nicht wirklich überhören kann. So, jetzt gucke ich aber erstmal auch mal hier, dass ich mich hier mal sortiere. Ich sehe nämlich die Fragen noch nicht. Das wird sich aber jetzt jede Sekunde ändern. So, es sind ja auch drei Leute da, wie ich das sehe. Und beziehungsweise wir sind dreistellig. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Freut mich natürlich. So, ich gehe mal auf die Märkte ein. Mache das aber mal ganz kurz ein bisschen anders. Ich hole mir jetzt hier einfach erstmal die Übersicht, die ich ja auch im Blog habe und setze mal daran an. Werde das dann hier nachher in dem anderen Bild. Moment, ich habe hier noch ein kleines Verbrechen. Ich habe den Dow nämlich auch geschortet.
Gerade gucken, wer stoppt das jetzt. Ja. Moment, eine Sekunde, ich muss das hier eben mal rüberholen. Da hast du nichts verloren. So. Na, wo ist er? So, machen wir es einfach mal so. Ne? Also, das sind ja die Linien so generell, die ich ja jetzt im Blog drin habe. Und ob ich heute Geburtstag habe? Nein, ich nicht. Mein Sohn, der hat heute Geburtstag. Und ich glaube, das kennen aber, also sind ja bestimmt der ein oder andere Vater ist ja bestimmt hier dabei. Und ich weiß nicht, ob das nur in meiner Familie so ist, aber die Mütter beziehungsweise die Großeltern dann letztlich von den Kindern verwechseln dann gerne mal die Vorname von den Söhnen und den Enkel. Kindern. Also, das ist, aber also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das normal ist. Bei mir ist das tatsächlich immer so, immer ganz lustig. Kriegt man immer halt neue Namen. Also, hier, DAX auf der linken Seite. So, fangen wir mal damit mal an, beziehungsweise versuchen Sie auch hier auf den DAX auch so ein bisschen zu konzentrieren, was da halt los ist. Also, ich bin hier im Tageschart hier in dem Bild. Ne? Das ist zwar nur ein Ausschnitt. Und ich habe das letzte Woche, weil ich halt gesagt habe, so, das ist halt viel zu viel Seitwärtsgeschrabbel, was wir halt hier hatten. Und entsprechend halt wirklich schwer, da noch irgendwo was im Stundenchart da halt irgendwo zu finden. Und deswegen bin ich auf den Tageschart dann auch mal gewechselt, einfach damit man nochmal einen Überblick bekommt, was denn da halt eigentlich los ist. Also ich werde gleich nochmal auf das große Bild im Gesamten eingehen, aber erstmal fangen wir hier mal kurz an. Also generell hat das halt alles wunderbar gehalten und funktioniert, beziehungsweise was heißt gehalten? Man sieht ja nicht, man sind Tageskerzen, ja? Da braucht man immer wahnsinnig viel Geduld dafür. Aber im Endeffekt hat er sich halt an die Grenzen ganz gut gehalten, insbesondere halt die 11.840. Das ist halt eine Umsatzmarke, die es bei mir halt eben auch schon ganz lange gibt. Die hat natürlich meinen Hauptfokus gehabt. Da sieht man, schön, da sind wir einmal drauf aufgesetzt und dann halt durch. Und da habe ich auch schon die ganze Zeit gesagt, seit wir da durch sind, ich will die 840, die sehen wir nochmal von unten. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich war letzte Woche sehr wenig im Konjunktiv unterwegs, sondern eigentlich mich jeden Tag auf eine Richtung da auch eingeschossen. Und was auch nicht oft vorkommt, aber das war für mich tatsächlich so, ich will jetzt nicht sagen klar, das Bild, ja, aber das sah mir so bekannt aus von der Bewegung, was er da gemacht hat. Und das ist halt. Und daher habe ich mich da halt auch festgelegt und nicht irgendwie dann überhaupt noch ein Alternativszenario gezeigt, sondern die ganze Zeit gesagt, da und dahin geht es und als nächstes dies und das und jenes. So, ich hätte noch gerne gehabt, eigentlich die 983, die kam nicht mehr. Das ist die einzige, die hier ausgeblieben ist. Und das hätte er schon nochmal machen können. Warum? Ganz einfach, man sieht ja hier, wenn man das mal halt als Welle aufdröselt, also tief, hoch, höheres Tief. Höheres Hoch und dann haben wir hier einen Bruch hingelegt, ja, bei der 602. Und auch die 11.600, hatte ich im NFP-Webinar auch zu Genüge besprochen, wo ich gesagt habe, da wird es halt einfach echt interessant. Das ist halt der interessanteste Punkt, den wir hier haben, weil, das zeige ich aber gleich nochmal, weil wir einfach ab der 602 oder generell ab der 600 etwa wechseln wir vom Tageschart, der die ganze Zeit ja long war, also vom Trend, zurück in die Woche und die ist short. Und deswegen kann es hier ordentlich Alarm geben. Und das hat man ja auch gesehen, die erste Bewegung direkt mal hier 300 Punkte durch, was ja nicht gerade wenig ist für so einen DAX. Und weil da natürlich einiges an Stops geflogen ist, eben in dem Bereich, weil das war hier der letzte Support und da war halt Ende. So, dann fliegen aber halt mal ein paar Stops, das ist normal. Hier haben wir aber auch den letzten Support, auch wenn der eigentlich nicht mehr viel zu melden hat erstmal. Aber es ist natürlich die nächste Auffangstelle und dann wurde halt erstmal wohl von einigen von den Großen da halt auch wieder eine Position dann entsprechend aufgemacht oder die Position und wir sind zurückgelaufen. So, und nächstes Anlaufziel, deswegen lag das so ein bisschen auf der Hand, nachdem das hier gehalten hat, war eben die 840, weil, wie man ja auch hier sieht, jetzt mal ganz ohne Volumen, man sieht aber, das ist halt ein deutlich gehandelter Punkt, den wir hier hatten. Und deswegen lag das auf der Hand. Die 983, die hätte ich noch gerne gehabt, weil es halt hier oben einfach der letzte Support auf hohem Niveau ist. Da muss der jetzt aber jetzt nicht mehr unbedingt hin. Nur würde er da hinkommen in der Form vom Squeeze als Beispiel, dann wäre das natürlich ein recht sicherer Short-Kandidat, weil wir hier eben halt eben auch hier schon
gebrochen haben, das letzte Tief. Und dann wäre das hier tatsächlich wirklich ziemlich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das halt eine klare Grenze wäre. Wenn er jetzt schon bei 11.840 dreht, dann ist es auch okay, ja. Also ist keine Mussmarke, aber das wäre schon noch drin gewesen. Und aber wie gesagt, für die Richtung natürlich runter und nicht nach dem Motto, ah, jetzt sind wir über 12.000, jetzt laufen wir bestimmt wieder hoch. Nein, einfach nur vom Bild her, was wir da halt haben. Zum DAO sage ich auch mal ganz kurz was. Klar, ich habe mal die Eröffnung, versuche jetzt nicht irgendwie ganz zu verpennen hier. Wie gesagt, ich komme ja eh mit einem Trade hier rein. Und dann machen wir es andersrum. Wir gucken uns erstmal die Eröffnung an und dann gehe ich gleich mal auf den DAO noch separat ein. So, also hier erstmal 15-Minuten-Chart bin ich hier unterwegs. Und so, vom Bild her, warum Short ebenso schnell? Ganz einfach 667. Das ist halt, ist natürlich auch ein Punkt aus meinem Blog, der hat eine ähnliche Funktion wie die 11.840, ist bekannt für Volumen die ganze Zeit gewesen, beziehungsweise hier muss man ja sagen, eigentlich schon immer wieder seit Jahren. Und ich merke mir solche Punkte halt auch, weil man immer wieder deutlich sieht, wie die halt auch in der Zukunft dann halt auch nochmal funktionieren. Hier sieht man es noch deutlicher. Ja, wir haben 8 Uhr genau darauf gestartet, ja, nachdem halt über Nacht hier kein neues Hoch gemacht wurde. Und da hat auch einfach überhaupt nichts mehr passiert. Stundenlang ging es halt nicht mehr weiter. So, dann starten wir auf der 667, von der ich weiß, da haben wir immer wieder Volumen. Und was passiert? Klar, ganz kleinen Rücklauf und dann halt bam, kam halt hier direkt natürlich der Druck nach unten und deswegen habe ich die gemacht. Ich habe sie ein bisschen verpasst hier um 3 Punkte, wie man sieht. Aber generell ist es halt schon, das ist schon soweit in Ordnung. Auch wenn der jetzt nochmal hochläuft, ich glaube nicht wirklich dran. Ja? Hier oben haben wir noch ein Pivot. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier noch irgendwie so ein Squeeze kommt, muss es aber jetzt halt nicht zwangsläufig. Und ich wollte mir dann einfach hier die Chance nicht vertun, dass wir da halt entsprechend jetzt deutlich nach unten reagieren und wir das Ganze dann auch jetzt hier umdrehen. Also beziehungsweise nicht umdrehen, sondern dass wir es hier fortsetzen. Weil wenn man mal von Folgendem einfach mal ausgeht, wenn das jetzt hier, nur mal als Beispiel, ja, oh, nee, komm. Also wenn man davon ausgeht, dass man als Welle nochmal halt auch entsprechend auseinander dividiert. Haben wir hier Folgendes. Wir kommen von da oben runter, hier ein neues Hoch, beziehungsweise kein neues Hoch, sondern einfach nur ein Hoch auf gleichem Level wie vorher, hier das auch. Machen ein neues Tief, laufen nochmal dahin, wieder kein neues Hoch. So, wenn sich das jetzt fortsetzt und nicht etwa ein seitwärts aufdröselt, ein seitwärts strandet hier, dann sollten wir eigentlich völlig problemlos da unten durchkommen. Und dann entsprechend halt auch mal ein paar Etagen tiefer hier fallen. Ja, und dann, das heißt, hier eine Fortsetzung entsprechend halt kriegen. Im Stundenchart sieht man es ja ein bisschen besser von der Wellenbewegung her, dass wir einfach eine Fortsetzung von dieser Geschichte kriegen. Und die ist natürlich nicht long, ja, sondern darf man jetzt natürlich nicht vergessen, es sind Stundenkerzen hier an der Stelle. Immer mal ein bisschen geduldiger das Ganze. Aber dann werdet die Fortsetzung wäre, entweder es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Seitwärts, da sind wir wieder bei 718 hier oben, beziehungsweise 700, oder halt eben nach unten weg. Und wenn man einfach mal von der Richtung ausgeht, was hier auch noch mal ein bisschen größer macht, von der jüngsten Richtung, ja, und dann sieht man es ja halt, da wäre eigentlich hier unten irgendwo als nächstes noch mal was dran. So, und was haben wir hier an Supports? Ich habe das hier auch im Stundenchart jetzt nicht großartig vorbereitet. Aber was haben wir an Support? Hier unten in dem Bereich kann man ja mal gucken, das mal ein bisschen markieren, damit man auch nachher noch was damit anfangen kann. Also, das waren die letzten Supports hier unten. Geht runter bis 11.550, wobei dann aber auch sich die Frage stellt, warum soll das halten? Sondern generell ist dann halt hier eher der Ansatz, dass ich halt sage, so, das ist einfach das Nächste, was halt irgendwie so ein bisschen auf der Hand liegt, ja, warum oder wo es halt hingehen sollte. Das hier ist für meine Begriffe ein bisschen zu eng. Hier haben wir nur das Tagestief von gestern an der Stelle in einer Abwärtsbewegung, die fortgesetzt werden will eigentlich, ja.
Und mal ausgehend davon, dass das jetzt hier nicht hält, weil wir hier oben über diesen Bereich, also die 11.720, nicht drüber gekommen sind, in drei Anläufen nicht, keine neuen Hochs gemacht haben, gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Und dann deswegen bietet sich das hier unten als nächstes an. Ja, das heißt, wenn der hier halt runtergeht und wenn man jetzt als Beispiel sagt, nein, ich bin der Meinung, das geht aber trotzdem long, kann ja alles sein, ja. Dann halte ich es aber nur für sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwo hier zwischendrin da noch irgendwo großartig Reaktionen kriegen. Ich weiß, ich habe im Block noch eine Linie bei 602. Das ist natürlich auch nah, ganz klar, an der 100er Marke nochmal dran. Wird ja auch immer wieder gerne gehandelt, aber mehr als Zeit schinden wird es meines Erachtens eher nicht mehr. Und das heißt hier kurzfristig sogar, auch wenn es hier der Stundenchart ist, ist hier kurzfristig die 11.555 oder generell diese Lows, ja, die werden nicht so genau funktionieren. Aber dieser Bereich ist interessant, weil das war der letzte, der gehalten hat. Aber eigentlich reden wir hier unten drüber. Ja, weil wir hier auch ja nur, ich gehe mal auf den 4-Stunden-Chart, vielleicht kann man es da noch mal ein bisschen besser erkennen. Ja, wir kommen hier deutlich runter, ne? Und das heißt, wenn wir hier drunter gehen, ist der eigentlich interessante Punkt natürlich hier. Und da sind wir halt wieder bei der 11.300. Ob das dann hält, da steht natürlich auf dem anderen Blatt, ich habe keine Glaskugel, ja. Aber ich versuche immer nur auszuloten, wo ist es denn jetzt überhaupt als nächstes noch interessant? Und das wäre halt hier oben gewesen bei der 12.113. Ja, sieht man ja hier auch deutlich, weil das so die letzten Supports hier oben waren. Da sind wir momentan ein bisschen zu weit entfernt davon. Dann halt hier die 12.000, das war vorhin eine andere Marke, aber das Prinzip ist das gleiche. Das waren halt auch letzte Supports, beziehungsweise 11.983 im Tageschart. Also es deckt sich ja hier ungefähr. Das wäre nochmal ein Bereich gewesen. Aber ansonsten, wenn das hier alles nicht funktioniert, wenn man hier schon sieht, da geht es halt immer wieder, gibt es hier eins auf den Deckel und hier auch wieder. Und dann liegt es schon so ein bisschen, finde ich, auf der Hand, dass wir das da unten ansteuern. Es kann jetzt natürlich ein paar Stunden trotzdem dauern, weil das hier sind 4-Stunden-Kerzen. Aber das wäre so generell halt der Ansatz. Wie gesagt, es kann natürlich auch immer noch mal komplett in die andere Richtung drehen. Aber dann sollte man eben halt gucken, wo macht es denn überhaupt Sinn? Und ich bin der Meinung hier erstmal nicht. Ja, auch wenn der jetzt halt hier noch mal ein bisschen hin und her schiebt, alles gut und schön soll er machen. Aber glaub nicht, dass das wahnsinnig viel bringt. Deswegen lasse ich die hier auch mal drin. Die Position ist ja halt eh überschaubar, aber kann trotzdem sein, dass er in typischer deutscher ordentlicher Manier jetzt noch versucht, hier das Gap von gestern zu schließen, was wir hier oben ja haben. Da wäre dann auch der Pivot. Meine Güte, soll er es halt machen, ja. Und das wäre jetzt halt nicht weiter verwunderlich, auch wenn ich grundsätzlich kein Fan davon bin, Gaps von unten zu schließen, weil das halt dann selten halt noch großartig bärisch ist, sondern dann erstmal schnell wieder seitwärts dann halt strandet. Von daher kann es von mir aus auch einfach gerne sein lassen. Und aber wäre natürlich trotzdem noch drin. Ja, da wären wir hier über dieses letzte Hoch, wären wir dann an der Stelle, tief wären wir an der Stelle drüber. Ein Stück weit hätten aber hier auch kein neues Hoch. Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. So, und ich würde jetzt halt hier, bevor jetzt ich hier die Position verlängere oder was auch immer, jetzt mal die erste Viertelstunde mal vergehen lassen und gehe dann mal gleichzeitig währenddessen auf den DAU. Also hier unten drunter shorten könnte Sinn machen. Sind wir hier in der Nähe von den letzten Supports von gestern, also auf dem Tagestief, muss man aber im Zweifelsfall dann halt auch schnell sein. So. Also der DAU. Ich zeige mal ganz kurz nochmal das Bild. Nicht, doch, komm schon. Also 11.807, Entschuldigung, 25.807, auch aus dem Block. Da hat er jetzt mal genau drauf aufgesetzt. Eben, die ist auch grün. Grün heißt ja bei mir immer Support. Das heißt, auch wenn ich jetzt erstmal short bleibe, aber das ist natürlich jetzt der nächste Punkt, den es halt hier gilt, umzudrehen, wenn auch hier die Reise nach unten
weitergehen soll. Wobei der, und das muss man natürlich hier auch mal ganz klar nochmal sagen, der Dow ist nicht short, noch nicht, ja. So, ich gehe mal eine Runde darüber. Das ist natürlich auch schon interessant, wenn man sieht, was man im Dow irgendwie selbst mit kleinsten Positionen da halt irgendwie mal ganz schnell irgendwie rumkommen kann. Weil er natürlich hier heute Morgen schon ordentlich irgendwie 100 Punkte oder mehr sogar noch nach unten gedrückt hat. Aber hier, ich lasse den jetzt auch mal drin, weil, wie gesagt, ne, das ist eine Position, das ist eher so ein Ding, wo ich sage, das kann über den ganzen Tag halt irgendwie auch halten. Und die kann auch locker irgendwie tief dreistellig werden, wenn das Bild entsprechend fortgesetzt wird. Und das ist dann nichts mehr, worum man sich dann noch großartig dann heute kümmern muss. Wenn es denn so ist, ja, also grundsätzlich bitte nicht nachmachen. Ist ja eh zu spät jetzt für die Geschichte hier. Aber auch hier will ich trotzdem zeigen, warum. Weshalb, wieso, beziehungsweise was jetzt hier eben die Chancen halt sind, die wir hier haben. Hier haben wir Zickzack automatisch sowieso schon drin. Und da sieht man es auch ganz deutlich, warum ich sage, das Ding ist nicht short. Sondern hier sieht man, ja, wir kommen von der 22,4, ist jetzt mal ein bisschen größer hier. Aber sieht man, hat hier den letzten Hochpunkt geknackt, kurz Luft geholt, noch ein neues Hoch gemacht. Dann hier zwar das letzte unterschritten, aber weit entfernt von dem letzten Tief und auch von dem hier an der Stelle unten ATH gemacht und jetzt eben mal korrigiert. So, mehr ist hier überhaupt nicht passiert im Dow. Und deswegen ist er natürlich auch sowas von nicht short. Und zwar so lange nicht, zumindest bis wir hier unten an dem Bereich. In dem Bereich halt nochmal kommen. Das heißt, da war unser Tief bei 24.600, mit dem ich jetzt nicht so, Entschuldigung, das letzte hier bei 25, Quatsch, wo sind wir denn hier? Doch, 25.084. Genau. So, das heißt also kurz hier vor dem letzten Tief, was wir halt hier hatten, bis dorthin sind wir knapp davor korrigiert. Und wenn der sich jetzt natürlich dazu entschließt, das kann ja passieren, ja, wenn man sich die Bewegung da mal anguckt. Auch an der Stelle gibt es was für die Fans von EMA. Das habe ich vorhin auch noch durch Zufall entdeckt. Wenn man da jetzt mal als Beispiel 200er reinmacht, dann sieht man, wir haben genau darauf aufgesetzt. Und es könnte natürlich einfach auch jetzt hier drunter schieben. Also grundsätzlich, ich bin ja nicht so ein Fan von diesen EMAs. So, ich sage immer, einer ist immer dabei. Klar, also man muss sich nur genug einzeichnen, dann findet man schon einen, der passt. Aber kann natürlich sein, dass wir hier jetzt halt einfach gerade den EMA testen, also von unten jetzt ja quasi schon. Und wir entsprechend dann auch hier nochmal das Tief hier unten an der Stelle antesten. Und wenn man sich da halt mal das auslotet auf der Seite, dann ist natürlich hier, wenn wir das nochmal angehen sollten, die 25.000 etwa an der Stelle. Man sieht, das ist im Zweifelsfall, ist es nur ein Tag entfernt, beziehungsweise ein paar Stunden entfernt, wenn genug Druck da ist. Wenn er das nochmal machen sollte, und dann ist es recht wahrscheinlich, dass das nicht hält, weil halt hier unten, weil das war ja eigentlich schon der Richtungstest von dem letzten Tief, ja, also hier von 24.600, dann wäre es eher wahrscheinlich, dass wir irgendwo dazwischen bei 24.8 oder 24. 7 irgendwas, dass das der Bereich ist, der getestet werden würde. Sieht man ganz oft, muss man wirklich mal sich so ein Bild mal ein bisschen genauer in der Vergangenheit auch angucken, beziehungsweise im kleinen Timeframe sieht man es vor allen Dingen super oft, wenn dann so ein Tief ist und wir hier so ein nichts Neues und nichts Ganzes hier haben und dass wir wirklich eine Reaktion kriegen irgendwo dazwischen und dann zieht es halt wieder hoch. Und das heißt, da wir halt nun mal immer noch long sind, ja, auch wenn wir jetzt gerade hier mal so ein paar Tage fallen, aber der Trend ist halt ungebrochen long an der Stelle. Und dann kann man durchaus schon mal mit sowas rechnen, dass man halt hier auch nochmal eine fette Reaktion kriegen, dann eben unter dem letzten Tief. Und das ist einfach nur typisch. Kann sein, es kann natürlich auch genauso gut sein, dass das Ding hier durchfällt, ja. Um Gottes Willen. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Aber dieser Bereich, den finde ich halt definitiv den interessantesten eigentlich. Also ab 25.000 bis irgendwie 200 Punkte drunter, das ist, glaube ich, nicht so uninteressant auch für
die größer positioniert sind, als wir es als Retailer in dem Markt sind. Und da glaube ich, dass da halt schon nochmal einiges irgendwie dann auch zusammenkommt und da halt einige Interessen aufeinandertreffen. Aber ich will mir jetzt halt zumindest für heute auch hier die Chance mal nicht vertun, hier vielleicht ein paar hundert Euro halt mitzunehmen, ohne noch großartig hier was machen zu müssen. Den Rest vom Tag kann funktionieren, solange wir da oben nicht nochmal hinlaufen, könnte jetzt schon mal die Reise dann entsprechend nach unten angehen. So, Fragen haben wir hier irgendwie keine. Wahrscheinlich habe ich jetzt jeden irgendwie totgequatscht hier in meinem ultralangen Monolog an der Stelle. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich hier auch jetzt noch irgendwie was, was man halt irgendwie auch noch handeln kann. Und aber ich habe ja gesagt, ich warte mal die erste 15 Minuten Kerze, die warte ich jetzt mal ab. Und vielleicht haben wir dann schon ein bisschen Tendenz. Der Lutz hat Aussetzer. Lutz, was hast du? Hast du irgendeine Krankheit oder meinst du dein Internet? Oder der Ton setzt aus. Mein Ton setzt aber eigentlich hier nicht aus. Also ich habe, also gut, will aber nicht ausschließen, ich habe hier Unity Media. Ich glaube, das können ja alle zu Genüge. Aber war Die, bis jetzt okay. bitte? War alles okay bis jetzt. Ja, ich habe aber wirklich auch hier die letzten Tage schon wieder Spaß mit Unity Media. Also ich würde es nicht ausschließen. So ab und zu steigt auch einfach mal hier meine Verbindung aus und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Von daher würde mich das jetzt auch nicht wundern. So, machen wir hier Kaffee trinken. Zickzack, wo findet man die? Das ist einfach ein Indikator, der im MetaTrader dabei ist. Aber ich sage jetzt mal nichts. Ich bin ja nicht so ein Freund davon, irgendwie Sachen zu versprechen, die dann halt irgendwie nachher zu lange dauern. Aber wir haben was Netteres in der Mache. Ich sage es mal einfach so. Okay. Gut. So, alle ganz still hier. Aber hier ist echt richtig viel los. Das ist ja unglaublich. Obwohl halt hier eigentlich Haupturlaubszeit ist und Ferienzeit. Also, was ich halt auch gerne mal mit auf den Weg gebe, was man sich mal angucken kann, habe ich das im DAO noch drin? Ja, sind auch noch drin. Und zwar, ich habe ja hier mal so Bollinger-Bänder tatsächlich drin, irgendwie letzter Zeit. Kann man sich mal angucken. Das ist die Einstellung 8.2. Und ganz oft ist es halt eben, also glaube ich zumindest zu beobachten, dass man damit halt immer so den Bewegungsradius innerhalb von einem Trend als Beispiel ganz gut ausloten kann. Also wo dann halt eben so die Grenzen sind. Problem natürlich sind wir bei Bändern, die laufen natürlich dem Markt hinterher, aber trotzdem helfen sie manchmal so ein bisschen dabei, entsprechend das halt. Oh, das kann man hier gerade mal gucken. Da, im DAX. Okay. Aber helfen trotzdem ganz gerne mal dabei, irgendwie das halt so ein bisschen einzugrenzen, die ganze Geschichte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er hier mit der 667 macht. Ob er die jetzt versucht nochmal zu drehen. Das wäre jetzt aber, wenn er das Gap in Ruhe lässt, auf jeden Fall mal so der schlüssigste Punkt. Und dann halt gleich mal gucken, ob wir da halt nochmal Druck nach unten kriegen. Weil die 807 hat ganz schön deutlich reagiert, sehe ich halt gerade auf dem anderen Bildschirm. Mal eben 60 Punkte, fast auf dem Punkt genau nach Norden. So, ich mache jetzt hier mal nichts an dem Ding. Und dann, das sind für mich halt auch immer so Punkte, um halt eben auch zu sehen, also weil es ja eben, habe ich ja gerade auch erwähnt, ne, weil es ja eben Punkte sind, die von großen Marktteilnehmern in der Vergangenheit gerne gehandelt wurden, was ich mir halt entsprechend auch immer wieder rausgeschrieben habe über die Jahre. Ist natürlich für mich auch immer so ein Indikator, um zu sehen, was passiert da. Das heißt,
Wenn wir jetzt dahin laufen, was wir ja gerade gemacht haben, irgendwie einen Punkt runter, das ist aber jetzt nicht so tragisch, dieser eine Punkt. Und dann sieht man da eigentlich immer recht schnell, ob die aktiv sind oder nicht. Weil hier unten, das war jetzt so ein bisschen Nirvana. Mal aus der Perspektive betrachtet, war das halt erstmal nicht so wirklich wichtig da unten. Aber wenn jetzt hier nochmal Druck nach unten aufkommt, und dann wäre für mich halt auch, wäre das so ein bisschen Sicherheit, dass man sich da nicht allzu viel Gedanken um die Position für den Rest vom Tag machen muss. Aber wie gesagt, wir brauchen hier natürlich schon ein bisschen Druck. Das heißt, wenn wir das jetzt natürlich ganz nach unten halt wegdrücken würden, dann wäre halt das Ding für meine Begriffe eigentlich soweit klar. Man sieht jetzt, es ist ja schon ordentlich Gegenbewegung auch da an der Stelle. Aber die muss natürlich halt auch nachhaltig sein, beziehungsweise dann müssen wir wirklich nach unten dann auch durchdrücken und dann halt durch das Tagestief von gestern. Also ich habe jetzt natürlich, wenn ich jetzt nicht schon short gewesen wäre an der Stelle, ich habe es ja gerade gesagt, ich mache jetzt mal nichts, weil das ist natürlich halt so oder so halt ein Entry aus meiner Sicht. Man ist jetzt natürlich glattstellen können, nochmal aufmachen können, aber das ist natürlich auch Unsinn. Ich habe es ja vorhin ja auch erklärt und der Nachvollziehbarkeit ist, glaube ich, hier auch dann damit genügend Rechnung getragen. So, dann mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht, die nächsten 10 Minuten. Warum 10 Minuten? Ganz einfach, weil das halt einfach dann die nächste 15-Minuten-Kerze ist und dann haben wir natürlich auch die 30 Minuten fertig. Und dann haben wir natürlich hier schon ganz anderes Indiz dafür, wie das Ganze jetzt halt weiterlaufen wird oder sollte, entsprechend auch für die Stunde danach. So, es sind irgendwelche Fragen, weil mir ist nämlich gerade langweilig und kann natürlich auch hier gerne ein bisschen auf was eingehen, beziehungsweise es versuchen. Ich muss nur mal kurz einen Schluck trinken wieder. Beziehungsweise, was heißt wieder? Ich muss überhaupt mal einen Schluck trinken. Genau. Also die 8-2 in allen Timeframes von den Bollingern, was ich vorhin gemeint habe. Wobei aber halt, 15, also ab 15 Minuten macht es halt Sinn. Ne? Und auch irgendwie nur bis irgendwie Stunde oder auch H4, aber darüber hinaus dann auch nicht mehr. Aber so für die, für das Rauschen halt, um das halt, wie gesagt, so ein bisschen einzugrenzen. So, da wollte erstmal keiner kaufen. Da oben. So, aber so ein bisschen. Weil was natürlich jetzt, was natürlich nett wäre, also halt auch für einen Einstieg oder um es zu pyramidisieren, was ich natürlich hier gerne mal machen würde, das wäre jetzt, wenn man zum Beispiel, wenn die 15-Minuten-Kerze wirklich bis da unten hin schließt und wir dann nochmal einen Rücklauf kriegen, dann würde ich den irgendwo an der Eröffnung und dann halt irgendwo versuchen, dann auch Short mitzunehmen. Also als zusätzliche Position dann einfach. Aber so, wie gesagt, gibt es jetzt erstmal nicht wirklich Bedarf für mich, da jetzt halt was zu tun. Gold, ja. Was soll ich zu Gold noch sagen? Geht durch die Decke, ne? Das ist halt Katastrophe. Oder was heißt Katastrophe? Ich meine, mich ärgert natürlich, dass ich bei den NFPs ja noch irgendwie gemeint habe, es könnte genau ab da nach oben abhauen und es ist genau ab da nach oben abgehauen. Das ist natürlich, wer hat es nicht gemacht? Kann man sich ja schon denken, wer da nicht dabei war. Aber okay. Wie komme ich auf deinen Blog? Das ist einfach bei dirkhilger.de. Das ist meine Blogseite, beziehungsweise die ist ja auch in der Facebook Gruppe verlinkt jeden Tag. Du eröffnest immer wieder Position über Nacht. Also das hier vorhin war keine Nachtposition, ne? Das war wirklich eine Punkt 8 Uhr
Ich drücke mal auf dem iPad auf den Knopf Position, weil ich gerade irgendwie da meinen ersten Kaffee hatte und dachte, oh ja, das könnte funktionieren und mache ich mal. Aber es ist natürlich halt auch eine kleine Position. Wo ist es denn? Nach welchen, also generell ist auch hier die Frage, nach welchen Kriterien über Nacht? Also es gibt, das will ich aber lieber mal separat machen, nochmal irgendwann in einem anderen Webinar, so was Strategien angeht. Es gibt tatsächlich eine Sache im DAO, die funktioniert, also zumindest mal beobachtungsweise seit jetzt irgendwie 2 Jahren recht gut über Nacht. Und was heißt über Nacht? Nicht wirklich. Wobei, da muss man nur mal aufpassen, da muss man halt auch den Swap einkalkulieren und der kann natürlich auch schon mal ein bisschen anders ausfallen. Aber wenn man zwischen Mittwoch, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Short geht um 11 Uhr und das um 12 Uhr um Mitternacht 5 Minuten später zumacht, dann hat man zumindest über die letzten 2 Jahre ein paar tausend Punkte zusammenbekommen. Und wie lange sowas natürlich noch hält, weiß ich nicht, ne? Aber ich habe das halt auch eher durch Zufall beobachtet, wo ich gedacht habe, so, hä? So ein paar Punkte tiefer macht er eigentlich jedes Mal. Er macht es nicht jedes Mal, nicht montags. Und freitags ist auch nicht unbedingt gut. Aber das sind so Sachen, die sich auch relativ leicht testen lassen. So. Also. Hier kommen dann jetzt so Fragen, mit denen kann ich dann leider nichts anfangen. Da muss ich auf den Support verweisen. Wieso kann ich Positionen nicht mehr verstellen? Ich kann Positionen verstellen. Das weiß ich nicht natürlich, was damit gemeint ist. Das wird bestimmt eine ganz plausible Ursache haben da. Yvonne, bitte mal an den Support einfach wenden. Und den Hubert. Nelson, dann musst du mich nachher vielleicht mal kurz updaten, was jetzt hier die Nachricht von dem Hubert angeht. Da weiß ich gerade nicht, was damit gemeint ist. Aber wir versuchen ja natürlich irgendwo allem nachzukommen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass das auch mal was bisschen länger dauert, aber liegen bleiben tut eigentlich nichts. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall. Ne, hier sieht man es jetzt natürlich schon ein bisschen deutlicher von der Tendenz, wenn es jetzt dabei bleibt. Also, soweit passt das jetzt erstmal hier im DAX. Und wenn das jetzt dabei bleibt, dann schon gut denkbar, dass wir hier nochmal dann den Schub dann auch darunter kriegen, dann entsprechend nach 9:30 Uhr. Das würde ich jetzt mal kurz auch noch abwarten. Und weil was ich ja versuche halt hier, ne, ich habe das ja schon ein paar Mal halt auch erklärt, ich versuche halt natürlich hier meinen Blog halt irgendwo immer anzusetzen, auch wenn ich da jetzt heute nichts großartig vorgegeben habe, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ich habe ja gesagt, ich mache es mir heute einfach, ich erkläre es alles im Webinar. Aber was ich natürlich ja versuche, ist halt jetzt hier nicht irgendwie auf Biegen und Brechen 3 Punkte rauszuschneiden in der ersten Stunde, außer es bietet sich wirklich an, gab es natürlich auch schon mal. Nein, ich versuche halt eher, mich ein bisschen darauf einzuschießen, beziehungsweise das zu handeln, was auch im Block steht. Das kann natürlich dann halt entsprechend immer mal einen ganzen Tag auch dauern oder ein paar Stunden, das hat man schon ganz oft. Aber aufgegangen ist es ja tatsächlich meistens, nur dann nicht unbedingt eben in der ersten Stunde. So, und was ich halt hier ja entsprechend jetzt auch halt versuche, deswegen habe ich auch erstmal die große Richtung da auseinandergenommen und um mal zu zeigen, was halt hier überhaupt los ist. Und deswegen bin ich auch hier gerade mal, halte ich mal ein bisschen die Füße still. Und ich will natürlich versuchen, das, was ich analysiere, ich mag dieses Wort eigentlich schon überhaupt nicht, aber das, was ich da halt irgendwie im Blog halt schreibe und was ich für plausibel halte, was passieren könnte, versuche ich natürlich halt auch hier zu handeln in der Form, dass man es eben auch mitnehmen kann, ohne dass man jetzt halt hier dann andauernd an der Position dann halt irgendwo rumfummeln muss, sondern dass man halt möglichst dann schon was hat, was halt entsprechend dann halt auch bisschen länger durchhält. So, also wie gesagt, das hier wäre ohnehin der Entry gewesen. Gibt auch immer noch keinen Grund, da irgendwas dran zu machen, auch wenn wir jetzt hier 40 Punkte im Plus sind. Alles gut, aber viel interessanter jetzt zu sehen, ob das aufgeht, was ich vorhin gemeint habe, dass nämlich das hier eigentlich keine große Rolle spielen sollte.
Und mal gucken, ob wir dann durchkommen. Und ob wir dann wirklich halt auch das nächstgrößere Ziel dann halt eben auch angehen, wie ich es ja gerade gezeigt habe. Ich werde es aber natürlich, bevor wir hier dicht machen, nochmal zeigen, falls man die Position drin lassen kann, damit man eben auch weiß, wenn man das genauso gesehen hat, weil nachmachen soll man es ja nicht, aber wenn das genauso gesehen hat, kann man ja vielleicht das dann auch in seine Überlegungen mit einbeziehen und entsprechend dann auch mit dem, was man selber halt als Entscheidungskriterien hat, dann halt abstimmen. So, also das erstmal richtig. Das ist natürlich jetzt erstmal kurzfristig interessant, aber kein Long Entry. Und für mich auch kein Grund hier aufzulösen. So, ich mache es hier oben mal ein bisschen kleiner. Weil es natürlich dann schick, ne? Weil wenn so eine Bewegung dann natürlich durchgeht, ja, und mal angenommen, wir kriegen hier so eine Stundenkerze, die irgendwo in Rot, in meinem Falle schwarz, bis hier unten hängt, das sind dann auch gerne mal die Sachen, wo man sich nachher sagt, boah, hättest du den mal drin gelassen, der ist ja noch 100 Punkte weitergelaufen. Und hier haben wir halt einfach die Chance, ja, weil wir halt hier in der Wellenbewegung das Ganze fortsetzen. Von daher kann das natürlich hier jetzt auch passieren. Und das ist ja nicht so. Also ich finde nicht, dass das jetzt hier ein Würfelspiel ist. Ich sage so, ja, mit Glück läuft das Ding halt weiter. Nee, der kann das hier tatsächlich schon machen. Und deswegen bin ich da auch erstmal relativ entspannt. Ich muss jetzt nicht auf, wie gesagt, wird es jetzt darum gehen, hier auf Biegen und Brechen in dieser Eröffnung ein paar Punkte mitzunehmen. Dann wäre jetzt hier die Stelle, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, na gut. Und dann wäre das natürlich hier unten kurz vorm Tief. Und da waren wir irgendwo mit, ja, irgendwie 50 Punkten im Plus. Also, ne, wenn es nur darum geht, das ist, glaube ich, irgendwie für eine Stunde oder fürs Daytrading mehr als genug. Aber das ist ja nicht mein Ansatz hier, sondern ich will halt ja versuchen, das Ding laufen zu lassen. So, die 30 Minuten sind jetzt auch gleich um. Ich habe parallel natürlich auch den DAU im Auge, da aber auch nur den Tageschart. Na klar, hält das jetzt hier unten erstmal für ein paar Punkte, das ist okay. Aber eben, wenn sich der Stundentrend hier fortsetzt, wird es nicht halten. Und im Zweifelsfall baue ich immer auf die Fortsetzung und nicht irgendwie auf die Umkehr. So, 30 Minuten um. Dann gucken wir jetzt nach Impuls hier bekommen. Ja, der hat jetzt natürlich, ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich würde hier bei der Eröffnung nochmal irgendwie Short zusätzlich aufmachen, aber er hat natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel drunter geschlossen. Das ist halt ein bisschen schade. Das reicht so nicht so ganz. Eröffnung wäre dann entsprechend auch hier oben. Also kurz vor der Eröffnung von der letzten 15-Minuten-Kerze. Aber gut, kann natürlich trotzdem laufen, aber ist mir halt jetzt einfach zu eng. Also ich bin ja hier gerade jetzt mal nochmal 30 Punkte vom Entry weg. Da muss ich jetzt nicht unbedingt da halt rein. Wie gesagt, hätten wir hier unten irgendwo geschlossen, ja, und hätten dann den Rücklauf, wäre es was anderes. Aber so jetzt erstmal nicht, weil das sieht schon ordentlich wieder nach Gezappel auf der Stelle aus. So, ich fürchte nur allerdings, ich kann hier jetzt auch irgendwie gar nichts mehr großartig ergänzen. Also, wenn jemand halt irgendwie das verfolgen möchte und irgendwie noch eine Frage hat, warum, weshalb ich so, wieso, warum, weshalb ich irgendwas so sehe, kann ich ja gerne nochmal drauf eingehen. Ansonsten können wir nämlich hier tatsächlich auch gleich irgendwie Feierabend machen, weil nämlich eigentlich soweit alles auch schon gesagt ist. Und wenn die Aufzeichnung nachher online geht, kann man natürlich auch nochmal reingucken. Aber wie gesagt, wenn da noch irgendjemand was wissen möchte,
Jetzt bin ich noch da und kann natürlich auch gern was dazu sagen. Wie sieht die Urlaubsplanung aus? Das ist Privatsache, die nur meine Familie interessieren sollte. Details werden da keine verraten, natürlich. Nein, aber nichts Spektakuläres. Ein bisschen in den Süden mit Kids, Oma und Opa. Und das muss jetzt mal kurz sein. Wie ermittelst du deine Anlaufpunkte, Linien? Ja, das zeige ich ja eigentlich so gut wie in jedem Webinar, ne? Also habe ich auch vorhin gerade nochmal. Letzten Endes ist es ja nur das Ausfindigmachen von Stellen, wo die Interessen aufeinanderlaufen. Also ich habe das wirklich in, glaube ich, etlichen Webinaren ja auch erklärt. Und wie gesagt, vorhin hier ja auch nochmal, ne? Das ist eigentlich das ganze Spiel. Gut, die Genauigkeit. Da steckt noch mal ein bisschen was anderes dahinter. Das ist aber halt eine programmierte Indikation, die mir die Genauigkeit halt ermittelt und händisch überprüft. Und da kommt natürlich noch so ein bisschen mehr Genauigkeit raus, weil das halt, ich nenne es immer Algo-Watch. Also, ich meine, ich bin ja nun mal Programmierer und vielleicht kommt es daher halt auch ein bisschen, weil ich dann halt irgendwie mal ein bisschen genauer hingeguckt habe, wo ich dann der Meinung bin, wann Algos aktiv werden und wie die halt entsprechend mit dem Markt auch umgehen und mir da entsprechend auch die Triggerpunkte raussuchen konnte. Also das ist, wie gesagt, halt Algo-Beobachtung, von der ich halt auch glaube, dass sie stimmt. Und über Algos wird ja immer irgendwie ganz viel erzählt. Interessant vor allen Dingen immer auch von Nicht-Programmierern, wo ich mir immer frage, so, weil so ein Algo ist ja Logik und ich glaube, man tut sich leichter damit, wenn man in der Programmierung oder Informatik unterwegs ist, das halt irgendwie besser verstehen zu können und auch zu wissen, was man leicht und oder was halt schwierig zu programmieren ist und was halt nicht. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann gelesen, dass halt Algos, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, da war halt irgendwie auch so eine Diskussion darüber, mit welchen Triggern halt irgendwie Algos arbeiten. Da war dann auch die Rede von diagonalen Linien. Und wo ich als Programmierer ganz klar sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Algo auf irgendeine diagonale Linie anspringen soll, weil es halt einfach von dem Faktor Genauigkeit überhaupt nicht funktioniert und weil es halt viel zu kompliziert wäre, das halt irgendwo so umzusetzen, dass es halt meines Erachtens machbar ist. Also das kann ich mir zum Beispiel halt nicht vorstellen. Und das ist so die Stelle, wo ich sage, so, hey, ja gut, so ein bisschen mit Programmieren sollte man sich da, glaube ich, schon mal irgendwie auseinandergesetzt haben, um das halt ein bisschen besser einzunorden. Und ich glaube einfach, dass Algos zum Beispiel halt sehr, sehr einfach gestrickt sind. Also brutal einfach. Man sieht es ja auch manchmal, gerade dann, wenn man halt irgendwie ganz wilde Bewegungen hat. Wir hatten das mal irgendwie an einem Freitag, wo ich dann irgendwie auch mal mir den Spaß gemacht habe und habe dann wirklich mal, ich glaube, über eine Stunde oder anderthalb jede einzelne verrückte Bewegung halt vorhergesagt, wo ich gesagt habe, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und am Ende waren es dann wirklich irgendwie hunderte von Punkten. Ja, das war eigentlich, also für Außenstehende, völlig wildes Gezucke, aber halt, wo ich aber eben glaube, erkannt zu haben, dass da halt wirklich Algos einfach nur aktiv sind, die Sachen halt abarbeiten. Und ich werde dazu aber auch oder eins nach dem anderen. Also Algos setzen meines Erachtens auf völlig simplen Logiken halt auf. Und das deckt sich aber auch so ein bisschen natürlich mit dem, was ich generell über den Handel vermute, wie der halt abläuft, wenn halt größere Positionen über längere Zeiträume halt verarbeitet werden. Ich habe ja auch zur WOT, also World of Trading, habe ich ja auch einen Vortrag, höchstwahrscheinlich im Seminarraum. Da gibt es aber noch ein genaueres. Wenn genauere Infos kommen, da halt noch, da werde ich das Thema auch mal so ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen was dazu erzählen, was ich in der Form so noch nicht gemacht habe. Also, wie gesagt, werde aber auf jeden Fall dann nochmal Bescheid geben, wann und wo das stattfindet. Wer das mag, kann sich das ja gerne mal angucken.
Und ich glaube, dass halt da auch einiges dann auch recht plausibel verständlich sein wird. Ich führe meinen Blog im Urlaub. Nein, das werde ich nicht tun. Das Einzige, was ich im Urlaub machen werde, ist ein Buch lesen und irgendwie die Feuerwehr, wenn alle Stricke reißen sollten. Aber das sind eigentlich so viele Vorkehrungen getroffen, dass da eigentlich überhaupt sowieso nichts verrutschen kann. Außerdem in meiner Gruppe oder in unserer Gruppe hier im Traders Club von Stereo Trader, da gibt es ja so viele auch andere fähige Leute drin. Und klar ist natürlich immer wieder was anderes, wenn man halt irgendwie jeden Tag so die Richtung vorgibt. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es schon ein paar Leute, die was können. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere von meinen Kollegen, also zum Beispiel der Thorsten, hat sich schon angeboten, da ein bisschen aktiver zu werden. Der Heiko weiß noch nichts von seinem Glück, den werde ich natürlich auch fragen. Und gibt ja noch ein paar mehr. Und da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen. Die sind bestimmt auch da gerne dabei, das halt ein bisschen auch zu unterstützen. So, aber bevor das jetzt hier in sinnloses Geschwätz von meiner Seite ausartet, ich glaube, erklärt ist alles zu den Trends beziehungsweise zu dem, was ich da an Bewegung halt eben für heute machbar halte oder auch generell. Ich kann mal ganz kurz noch hier auf den DAX im großen Bild eingehen. Genau, das hatte ich am Anfang eh gesagt, weil da würde ich nämlich jetzt hier auch gleich Feierabend machen, weil ich glaube, für Geblubber haben wir alle nicht unbedingt Zeit, beziehungsweise haben alle Besseres zu tun. Also, warum ich auch die ganze Zeit immer wieder, ich kann es da echt nur immer wieder wiederholen, warum ich Short im DAX bin. Und zwar einfach schon seit, ich weiß nicht, 2016, ja nicht ganz, aber seit 2017, dann doch schon immer wieder darauf hingewiesen habe, dass wir halt nicht in Richtung neues ATH laufen werden, nach meinem Dafürhalten, sondern dass es was ganz anderes ist. Nochmal. Also, das ist halt eben auch der Unterschied vom DAX zum DAO. Der DAX ist Short, weil, ich es mal hier nochmal anguckt, ich fange mal hier einfach nochmal an der Stelle. Ich habe es zwar schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will es nur einfach nochmal wiederholen, damit man es einfach versteht. Nicht, um jetzt irgendwie da irgendjemand von Short zu überzeugen, sondern nur, damit man versteht, warum ich das so meine. Ich kann hier einfach mal ein paar Linien einzeichnen, wenn der denn hier mitspielt. So. Geht das so einfach? Weil ich kopiere die jetzt alle? Nee, oder? Ich hoffe es nicht. Nee. Also, wenn man sich das halt mal so anguckt, hier mal in Wellen aufdröselt an der Stelle. Warum ist das hier denn verschoben? Frage ich mich nur gerade. Das sah doch bestimmt auch mal irgendwie anders aus. Ja, der gehört zwar hierher, aber gut. Ich mache den trotzdem mal hierhin, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. So. Und noch eine. Also, ich glaube, so reicht das ja auch schon. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Und 11, 4. Das ist echt, also dieser macht dann schon so ein bisschen wahnsinnig. Hier dieses Geklicke im MC5. Da komme ich irgendwie nicht so wirklich klar drauf. Also, in Kürze. Hier sieht man es ja halt, ne? Auch wenn jetzt ein paar Linien fehlen, ist aber doch okay, ist aber egal trotzdem. Also hier hoch, hoch, hoch. Dann haben wir hier aufgesetzt auf dem letzten tiefen Wochenchart wohlgemerkt. Das leicht unterboten, das heißt noch nichts, aber wir haben danach kein neues Hoch gemacht. Und das ist halt für mich auch das Entscheidende in dem gesamten Bild, was wir hier seit 2018 halt haben. Wir haben kein neues Hoch gemacht, nachdem der letzte Support hier getestet wurde. So, was ist dann passiert? Dann haben wir anschließend den letzten Support gebrochen. So, und als nächstes machen wir ja wieder kein neues Hoch, beziehungsweise
Aber auch hier habe ich schon gesagt, das Ding ist für mich short, weil halt einfach die letzten zwei Versuche, dieses Level zu halten, ist hier durch, nachdem kein neues Hoch war. Also kriegen wir höchstwahrscheinlich hier einen neuen Short-Trend, beziehungsweise der wird sich hier etablieren und das heißt, ein Rücklauf nicht mehr ganz so hoch. Das haben wir jetzt gehabt an der Stelle bei der 12.800. Da hatte ich auch, beziehungsweise da waren wir nicht ganz, da wollte ich hin, genau. So, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz hier oben. Das wäre mein Short Entry gewesen. Ich habe den schon mal eingezeichnet, deswegen liegt der Punkt oder lag der Punkt jetzt schon da oben. Da wollte ich halt maximal hin und ab dann runter. Da sind wir knapp davor und dann jetzt eben runter. Ja, weil das halt einfach hier auch nochmal kein neues Hoch wäre. Und dann wäre es halt für meine Begriffe einfach nur konsequent, wenn jetzt ich hier die Linie verschiebe, das meine ich natürlich nicht. Es wäre halt nur konsequent, wenn wir diese Bewegung hier, ja, die kein neues Hoch gemacht hat, vor allen Dingen, wenn wir hier unten überhaupt erstmal in die Richtung laufen, dass wir die dann auch nach unten fortsetzen. Und das sieht jetzt schon wieder ganz furchtbar nach Crash aus. Ich mag dieses Wort aber nicht. Und aber das ist nur ein Trend, ja. Das ist ja, geht ja nichts kaputt. Also, das ist ja nur eine Korrektur auch an der Stelle. Und natürlich gehen dann halt ein paar Kurse runter, wenn er das so macht. Aber das ist ja auch egal, ob man das gut oder schlecht findet, aber nur um das zu erklären, das ist für mich der Grund, die Geschichte hier, wegen dem Bruch hier an der Stelle, kein neues Hoch, tieferes Tief, auch wenn das letzte hier gehalten hat, das kleine, jetzt kein neues Hoch. Also sollten wir zumindest da mal nochmal hinlaufen und da halt mal gucken, was dann halt passiert. Und wenn man natürlich dann hier oben irgendwo drin ist, kann man sich das in Ruhe angucken, weil natürlich dann auch die Chance besteht, dass eben genau das eintritt, was ich gerade sage, dass wir hier einen Trend etablieren, diesen Short-Trend, der mit dem Bruch hier angefangen hat, bei der 11.700, 600 und so weiter, weshalb ich auch nochmal gesagt habe, die 11.600 wird interessant, weil hier haben wir halt den Bruch und hier kommen wir in die Fortsetzung halt rein. Und wenn das passiert und wir hier wirklich einen neuen Short-Trend oder diesen neuen Short-Trend, jetzt erstmal ein bisschen seitwärts läuft, aber es ist ein potenzieller Trend, es ist eine potenzielle Umkehr, dass die eben nach hier fortgesetzt wird und dass wir dann halt deutlich vierstellig werden. So, jetzt können natürlich die EW-Experten können auch gerne auf den Plan kommen, können natürlich auch mal ausrechnen, wo wir denn da landen. Ich vermute nämlich fast, dass da eine 7 davor steht oder zumindest mal knapp irgendwie eine 7.000. Und das ist halt so die potenziell große Richtung, die sich hier halt einfach anbahnt. So. Und die auch hier so ein bisschen bestätigt wird die ganze Zeit. Das ist der Grund, eben warum ich halt hier sage, wir sind short. Und im Tageschart auch nochmal ganz kurz. Also bitte nachher nichts sagen, der Hilge hat gesagt, wir kriegen einen Crash. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn wir den Trend an der Stelle fortsetzen, und dann landen wir auch höchstwahrscheinlich dann in dem Bereich, wie ich ihn gerade genannt habe. So, und im Tageschart, dort hatte ich ja gesagt, die 11.600 wird interessant. Ne? Ich habe es ja gerade im Wochenchart gezeigt, dort war der Bruch. So, und hier, das war der letzte Support. Und wenn der natürlich jetzt auch hier an der Stelle kippt, deswegen wird es da interessant. Und dann kriegen wir hier halt auch Tempo nach unten. Und deswegen glaube ich auch zum Beispiel nicht, dass wenn wir hier diese 11.400, dass wenn wir die nochmal anlaufen sollten, dass die hält. Ich glaube es nicht. Ganz deutlich sage ich das mal einfach so, wie ich das sehe, sondern ich vermute eher, dass wir dann halt hier in das nächste kleine Cluster, was wir an der Stelle haben, ja, beziehungsweise geht natürlich ein Stück weit hier runter auch, dass wir da eher hinlaufen und Richtung 11.000, weil wir dann halt hier einfach in der Woche unterwegs sind, unterhalb dem Bruch in der Woche. Wir haben hier einen Support, der zu nichts geführt hat, der nicht weit gekommen ist. Also sollte der Markt eigentlich eher versuchen, eine Etage tiefer nochmal anzusetzen. Und der letzte Schwung von hier unten, der kam halt hier, wenn man es mal ganz genau am Peak nehmen möchte, der kam bei 10.860. So, das wäre dann halt eine Anlaufstelle, die dann ab hier irgendwo in dem Bereich, also ab 11.400 interessant wird. Und dazwischen kann ich mir nicht vorstellen, dass da großartig was passiert. Und wir können auch hier einen deutlichen Ruck dann auch kriegen über 400 Punkte nach unten. Und das halte ich halt für
Plausibel. Auf jeden Fall für wesentlich plausibler, als dass wir jetzt hier nochmal da hochschleichen. So, nun ist gut. Jetzt ist die Stunde auch ohnehin um. Ich kann, wie gesagt, nichts ergänzen hier. Hab ja alles gesagt und alles erklärt. Der Markt macht es ja auch soweit, nur ein bisschen zäh. Aber das ist okay, finde ich. Da würde ich an der Stelle, würde ich erstmal dann auch hier einen Deckel drauf machen, Nelson, wenn du nichts dagegen hast. Ist in Ordnung. Und ja. Und würde an der Stelle mal sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Also ich bin jetzt erstmal mit meinem Blog jetzt erstmal ab morgen für knapp 2 Wochen off. Werde aber sicherlich zwischendurch mal Hallo sagen. Und wir haben dann auch genau heute in 2 Wochen, glaube ich, Nelson, oder? Haben wir schon wieder das 27. nächste. August ist das Ja, nächste genau. Webinar, dann mal wieder Helpdesk. Dann ist Helpdesk. Ne, wir haben am 27. haben wir doch, haben wir da kein Live-Trading? Auch Ja, ne? Sag ich doch, du beides. hast mich schon wieder hier voll eingespannt. Ja, also auf jeden Fall heute in 2 Wochen. Wir sehen uns hier wieder. Wenn ihr möchtet, würde mich freuen. Heißt das eigentlich, wenn ihr möchtet oder wenn ihr mögt? Das habe ich ja nie verstanden. Ich bin ja auch nicht hochdeutsch geboren. Ich musste mir das ja alles selber mal irgendwann beibringen. Und das setzt es ab und zu mal aus. Also nein, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid in 2 Wochen. Und wünsche an der Stelle einfach mal eine gute Zeit bis dahin und natürlich viel Erfolg und mit euren Trades und auch sonst bedanke mich bei Nelson und bei FX Flat hier fürs Webinar und übergebe aber für das letzte Wort an der Stelle an den Nelson. Ja, danke dir, Dirk, für das Webinar heute. Auch wenn wir uns nochmal hören später, trotzdem einen schönen Urlaub. Und vielen Dank an die Teilnehmer fürs Dabeisein heute Morgen. Und Dirk hat es schon gesagt, in 2 Wochen geht es weiter. Bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf. Viel Erfolg und alles gut. Tschüss zusammen.